sozusagen. Ein Ultraschallgerät. Oh, die komische Gans kommt an mit dem Ding auf dem Schnabel. Samson. Mach mal Babys, Samson. Es gibt ja auch Castle Flipper. Das habe ich mir auch mal angeguckt. Das ist richtig als Spiel. Da musst du ja dann auch so Schlösser und Burgen und sowas herrichten. Das habe ich auch mal in dem Stream gesehen. Fand ich ganz cool. Aber ich habe so viele Spiele und ich weiß einfach nicht, was ich zuerst machen soll, weil ich will alles spielen und ich habe so viel. Das ist übelst das Rumgeheule auf hohem Niveau, ich weiß. Bei mir ist das Problem nicht, dass ich keine Spiele habe, sondern dass ich zu viele Spiele habe. Es ist schlimm. So. Oh, 4 Leute passen nicht in den Bus. Ach, es ist immer das Gleiche. The Horizon Herald. Ein Tierhändler, der kürzlich dank der Wachsamkeit des örtlichen Zoos ins Gefängnis gesteckt wurde, ist wieder auf freiem Fuß, nachdem er seine Zeit für seine Beteiligung am Verkauf exotischer Wildtiere abgesessen hat. Er sagt, ich liebe Tiere und den Lebensstil, den sie mir ermöglichen. Es wird schwer sein, nicht zu meinen alten Gewohnheiten zurückzukehren. Aber ich sage Ihnen eins, ich vertraue dem örtlichen Zoo dadurch etwas weniger. Was? Müssen wir jetzt Angst haben vor dem? Oh, wir haben irgendwas. Bei dem Hasen haben wir neu gezüchtet. Wir haben jetzt schon 5 von 10 Genomen, also Tiervariationen. Ein Huhnstinktier. Aber es ist nur eins, das nützt mir nichts. Otto ist schwanger. Oh mein Gott, Otto ist schwanger. Was machen wir jetzt? Ah nein, das können wir nicht machen, weil dann kriegen wir wieder Moralpunkte abgezogen. Ich hätte ihm gern was verkauft, aber... Ich weiß auch nicht, Otto ist schwanger. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Nee, bei den Gänsen haben wir 5 von 10. Durch den Dings, den wir hier gerade gekauft haben. Die Gänse... Oh mein Gott. Eine blaue Schlange. Ja, Otto ist schwanger. Bei den Hasen.
Ich sehe schon, im Chat werden wieder die neuesten Spieletipps verteilt. Das ist nicht gut, was ihr macht. Weil dann möchte ich das auch haben, das Spiel. Hört auf! Tut das nicht! Nun denn, wann kriegt denn die Schlange ihr Baby? Oh Gott, in 50 Minuten! Also vielleicht 3 Minuten in-game oder so. Schlangen wickeln sich um andere Tiere, um sie zu umarmen. Wusstet ihr das schon? Julia ist schuld, ja, eindeutig. Ich werde Julia bestrafen in Zukunft. Indem... Oh mein Gott, die Babyschlange ist da! Zoe! Ich werde Julia bestrafen, indem ich in Zukunft immer Salat sage. Salat. 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 Guck, die Babyschlange. Die gehen wir jetzt gleich verhandeln. Und holen uns die Schweine. Würde ich sagen. Oh nein. Ich brauche diese Variante. Toll. Hier brauche ich die Variante. Oh, ich dachte... Ja, dann sind das die Schweine, die ich hier brauche, bevor ich die Schnabeltiere kriegen kann. Schau dir jetzt den Hotel an, Susi. Schau dir jetzt den Hotel an. Ich guck mir das dann gleich an. Ich will jetzt eigentlich sowieso bloß noch einen Tag jetzt hier im Zoo spielen. Dann speichert es ja wieder. Weil es ist ja schon wieder 5:30. Ich wollte ja gar nicht so lange machen. Es geht hier alles schon wieder länger. Aber das Spiel, das ist so ein Spiel, da vergeht einfach die Zeit und du merkst es nicht. Oh Mann, ich wollte so gerne die Schweine. Was für ein langweiliges Gehege, Mädchen, dann machst du es halt schön. Die lästert über meine Gehege. Ich habe halt nicht so viel Platz. Hab gehofft, sie schaut nicht auf die Uhr. Doch, doch, ich habe die Uhr im Blick die ganze Zeit, Nico.
So, jetzt müssen wir eigentlich... Ich kann jetzt hier nur warten. Oh, wir kriegen die Schlange. Wir kriegen die blaue Schlange. Vielleicht macht die blaue Schlange ja die richtige Schlange als Nachwuchs. Hallo Winnie! Hallo Winnie! Ich glaube, ich mache hier unten, mache ich dann so ein Riesengehege hin. Oder so zwei große. Geht hier dann bloß so ein Weg runter. Hier kommen Riesengehege rein. Damit sich hier niemand beschweren kann. Nur eine Demo drauf. Na gut, die Demo kann man sich ja angucken. Ich bin ja, ihr wisst, ich bin ein Demo-Fan. Also ich spiele gerne Demos. Hier unten können wir auch noch ein Gehege hinmachen. Dann beim nächsten Mal. Oder so. Auch wenn es ein komisches Gehege wird. Aber gut. Zehn Leute passen nicht in den Bus. Okay, einen Tag machen wir noch. Einen Tag machen wir noch, bevor ich vergesse, dass es eine super Gänseart gibt. Aber passt die hier noch rein? Platz 10 von, 12 von 20. Was kommt jetzt hier schon wieder? Für eine Schlange. Oh. Brit! Ich hab zu viele Schlangen. Nico! Nico! Du bist in meinem Spiel. Du bist ein Mädchen. Nico ist in meinem Spiel. So, wo ist die Gans? Nein! Oh mein Gott, falsches Gehege. Ich kann die coole Schlange direkt wieder abgeben. Und das werde ich auch machen. Sowieso ein Junge. Wir haben Schweine. Kann ich das später? Mist, jetzt muss ich die hier reinmachen. Ich, muss schnell ein Gehege bauen. Wollen die jetzt eigentlich Gras oder Savanne?
ziemlich viel Tierkot. Was? Was? Ich will nicht dort anfangen. Was ist das denn? Na gut, dann machen wir hier eben noch, weiß ich nicht, Sitzbänke hin. Wo waren die Mülleimer? Ja. Wo sind jetzt meine Schweine? Kommen die jetzt hier noch an? Hier steht gar kein Schild mehr. Gut, das eine, die eine Gans kommt dort oben an. Vielleicht sollten wir die Gehege miteinander verbinden. Sorry, Nico. Ja, du bist ein sehr hübsches Mädchen. Du bist grau. Schwarz. Mann, jetzt will ich noch einen Tag spielen. 33 Leute haben nicht in den Bus gepasst. Ich würde gern das Hasengehege hier unten vielleicht hinmachen, aber es ist total doof. Ich weiß jetzt nicht, wo meine Schweine hinkommen oder ob ich das jetzt kaputt gemacht habe, weil ich das Gehege abgerissen habe. Huch! Ich schaffe Hybriden. Wasserschweinhase oder Gansente? Okay, die Schweine kommen hier unten an. Ja, okay. Ich würde doch vielleicht gern die Gehege verbinden für die Hasen.
Schweine kommen. Einkommen geht runter. Okay, muss ich beim nächsten Mal genauer hingucken. Erstmal wichtig, dass die Schweine da sind. So. Und trotzdem schade, dass ich das Gehege man das so umständlich machen muss. Na gut. Und wenn ich das Gehege... Oh, warte mal. So, und das Gehege... bearbeiten. Ein neues Gehege muss all seine existierenden Dekorationen. Wieso kann ich hier nicht an das Gehege ran? Was? Plötzlich sind die Hasen groß? Ich glaube, die Hasen hatten einfach keinen Platz zu wachsen. Okay, wir haben ein bisschen umgebaut. Ach, so, anstrengend. Mensch. So, aber der Zoo macht gleich wieder zu, dann ist der Tag rum. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich weiß nicht, was wir jetzt hier so... Weil eigentlich sind die Ecken zu klein für Gehege. Es können dann nur so Zwischenlösungen sein. Acht Tage noch. Dann kriegen wir unser erstes Dings da. Ihr wisst schon. Die passen natürlich alle in einen Bus. Das ist wie bei Harry Potter. Von außen sieht es aus wie ein kleines Zelt und von innen ist es einfach ein Palast. So ist das mit diesem Bus. So. Wir brauchen... Also, passt mal auf, Chat. Passt hier auf, beim nächsten Mal. Wir brauchen noch mindestens einen neuen Bus. Und wir können die Eintrittspreise noch erhöhen. Merkt ihr euch das? Fürs nächste Mal. Neuer Bus, Ticketpreise erhöhen. So, es zählt am Ende eh nicht für die Aufgabe, weil ich jetzt ja ausmache. So.
Ich würde sagen, wir sind für heute fertig.